strahlend schönem Sonnenschein sind wir mit dem Filmtrupp des Fernsehsenders hinausgefahren. Wir sehen soeben eine U-90 starten. Dahinter steht eine Focke Wulf Condor, die in einer Minute ebenfalls starten wird. Also ein Verkehr hier auf dem Flugplatz, wie wir ihn auf der S-Bahn bei uns beinahe nicht schneller haben. Jetzt verfolgen wir die U-90, die immer noch auf der Erde entlang rollt, um eine richtige Stellung gegen den Wind zu finden. Und dann wird sie wenden, wird uns entgegenfahren und hinauf in die Lüfte. Zwischendurch ist drüben das zweite Flugzeug, die Focke Wulf, fertig gemacht. Die Propeller laufen warm. Und jetzt verfolgen wir die U-90 bei ihrem Start nach Frankfurt am Main. Sehen wir hier schon wieder unmittelbar vor unserer Kamera einen weiteren Start. Also nicht nur ein Ein-Minuten-Verkehr, sondern beinahe schon drei Flugzeuge in einer Minute. Jetzt wollen wir die Inzwischen verfolgen wir jetzt die U-90, die dort hinten in dem Glanz der Sonne auf uns zufährt. Fliegt natürlich, wie wir uns als Laien hier erstmal falsch ausdrücken müssen, aber das gehört ja dazu, wenn ein blutiger Laie auf einen Flugplatz kommt, also die auf uns zufliegt, jetzt etwa in 50 Meter Höhe. Jetzt senkt sie sich noch etwas. So, jetzt auf nach Frankfurt. Und jetzt Focke Wulf, die wir dort eben neben der U-90 haben stehen sehen, die jetzt natürlich nicht zur gleichen Zeit hinauf in die Lüfte gehen konnte, weil ja erst das Rollfeld besetzt war von der U-90. Also jetzt, wie gesagt, die Focke Wulf zur Fahrt nach Königsberg. Der Start der vorigen Maschinen war 9:45 Uhr. Jetzt ist es 10:02 Uhr. Wir stehen hier vor einer neuen Maschine, die in 2 Minuten ebenfalls starten wird. Es handelt sich um eine polnische Maschine, die den Flugverkehr Berlin-Warschau aufnimmt. Nicht wahr, Stern? Jawohl. Von welcher Gesellschaft? Für der polnischen Gesellschaft Lot. Und was ist jetzt hier zu beobachten? Das ist der Frachtverkehr, der dort hier eingeladen wird. Ich weiß gut, es wird nun alles vorschriftsmäßig eingeladen, damit die Fracht gut verteilt im Flugzeug rumfliegt. Nun wundert mich eins, die Propeller stehen noch still, obwohl doch in einer Minute der Start ist. Ja, die Maschine ist vorher schon abgebremst worden, im Wesentlichen. Und das kann ja jetzt nicht laufen, das sehen Sie sehr gut auf dem Bild, dass unten erst die ganzen Gepäckstücke eingeladen werden müssen, sonst kann da irgendwas passieren. Wann sind Sie weggefahren? Früh um 8. Und jetzt sind Sie hier. Irgendwelche Unannehmlichkeiten? Gar nichts. Nicht wunderbar. Wie ganz viele Personen waren Sie denn? Ungefähr 20. 20. Danke vielmals. Auch Ihnen die Fahrt gut bekommen? Sehr gut. Jawohl. Inzwischen sind noch einige, die aussteigen werden,
Wir wollen mal sehen, nachdem wir schon von einem Fahrgast gehört haben, wie gut die Fahrt war, ob noch weitere kommen, die uns eine Auskunft geben können. Das Flugzeug kommt aus Schweden. Verstehen Sie Deutsch? Nein, nicht. Nicht? Wie war die Fahrt? Gute Fahrt? Gut, aber hier war es sehr gut. Ja, ja, aber trotzdem nichts Schlimmes. Nein. Ja, gute Fahrt gehabt, ja. Dankeschön. Auch bei Ihnen, Ehefrau, gute Fahrt gehabt? Ja, danke schön. Wo kommen Sie her? Sehr schön. Und wo sind Sie aus Schweden? Aus Stockholm. Stockholm? Ja. Stockholm, gut, danke schön. Nun wollen wir unser kurzes Gespräch hier abbrechen und wollen nachher jetzt einmal zu dem Technischen des Flughafendienstes übergehen, nachdem wir ja nunmehr schon aus verschiedenen Auskünften feststellen konnten, wie tadellos hier der Flugdienst klappt, wie hier ein Flugzeug nach dem anderen ankommt, abfährt. Und nun wollen wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Wir haben eben Flugleiter Brosius das Flugzeug aus Kopenhagen ankommen sehen. Wir haben mit den Fahrgästen gesprochen. Wir haben ja auch schon die vielen anderen Flugzeuge hier gesehen, die starten, die ankommen. Nun möchten wir von Ihnen mal hören, wie viele kommen denn hier so an einem Tage an und wie viele fliegen ab? Es kommen im Tag im planmäßigen Luftverkehr, ja. Nicht nur im Tage, sondern auch während der Nacht, etwa 110 Flugzeuge hier an und starten auch wieder. Können wir mal eine Auswahl bekommen, sozusagen mal eine bestimmte Zeit am Tage, wo gar besonders viele starten und besonders viele abfliegen? Nehmen wir die Zeit von frühmorgens 7 bis 8, ja. In der allein 9 Flugzeuge starten. Nämlich? Und zwar nach Athen, nach Lissabon, nach München, Helsingfors, Mannheim, Kopenhagen, Hamburg, Königsberg und London. Und ebenso viele kommen vermutlich in der gleichen Zeit an? Ja, das in der gleichen Zeit nicht, aber anschließend ist dann auch eine ungefähr gleiche Zahl von Landungen. Wir möchten weiter wissen, wie steht es denn nun mit der Organisation des Flugplatzes als solchen, also mit der Sicherheit? Wir haben hier die schönen Einrichtungen gesehen. Wir wissen, dass die Passagiere sich in dem Flugzeug wohlfühlen können. Aber es gehört ja noch mehr dazu, als ihnen bequeme Polster ins Flugzeug zu setzen. Es gehört ja dazu eine umfassende Organisation. Wie ist es zum Beispiel hier, was wir hier auf dem Dach sehen, mit diesem Turm? Was ist das? Der Turm hier ist der Kontrollturm der Luftaufsicht. Dort steht ein Posten, der sämtliche Starts und Landungen beobachtet. Start und Landung, was ist denn damit? Das ist auch nach einem besonderen Schema. Jawohl, zunächst einmal sind ja die Starts und Landungen durch den Flugplan festgelegt. Die Landung muss außerdem nach der entsprechend der Windrichtung, also zum Wind, erfolgen. Ja. Der Flugzeugführer bekommt die Landerichtung mit der letzten Wettermeldung ausgestrahlt, also durch Funktelegrafie zugesandt. Wir wollen jetzt mal einen kurzen Blick über den Platz werfen. Also wir sehen zum Beispiel da hinten jetzt eine große Flugzeughalle. Da werden wahrscheinlich die Flugzeuge abgestellt, die jetzt für heute nicht mehr gebraucht werden. Jawohl, die Flugzeuge kommen heute nicht mehr in den Verkehr. Hier ist gerade vor uns jetzt eine holländische Maschine, die gelandet ist. Aus Amsterdam soeben gekommen. Jawohl, wir sehen wieder aus- und einsteigen. Jetzt geht unser Blick über den Platz weiter. Was ist das hinten für ein Rauchfeuer? Inmitten des Platzes ist ein sogenannter Rauchofen, der als sicherstes Merkmal die jeweilige Landerichtung, die jeweilige Windrichtung anzeigt. Für den ankommenden Flugzeugführer. Für den ankommenden Flugzeugführer, jawohl. Unser Blick geht weiter. Wir sehen hier gerade ein Rundflugflugzeug ankommen, mit dem ja die Berliner jetzt die Gelegenheit haben, für 5 Mark einen Flug über Berlin zu veranstalten. Gewiss, wir machen täglich bei entsprechender Wetterlage Rundflüge über Groß-Berlin. Und diese Einrichtung freut sich unbedingt regen Das können wir hier auch bestätigen. Wir haben hier richtig Schlange gestanden, um mit dem Rundfahrtflugzeug zu fahren. Jetzt fällt unser Blick weiter über das Rollfeld, an dem Maschinen abgestellt sind, an dem Maschinen fertig gemacht sind für weitere Flüge. Und jetzt da hinten sehen wir eine große Halle, in der eine ganze Anzahl von Flugzeugen steht. Was ist denn dort? In dieser Halle werden unsere Flugzeuge, wenn sie von der Strecke gekommen sind, zunächst mal auf Herz und Nieren überprüft. Flugzeuge, die nur kurze Unterbrechungen in Berlin haben, werden gleich auf dem Rollfeld, also an ihrer Startstelle, von Monteuren, die für jedes Flugzeug gleich bereitgestellt sind, durchgesehen, abgeschmiert und wieder startfertig gemacht. Auf kurze Zeit. Und auf längere Zeit werden Sie dort... Wenn Sie auf längere Zeit hier in Berlin bleiben und irgendwelche kleinen Defekte zeigen oder überhaupt eine größere Anzahl von Flugstunden hinter sich haben, werden Sie doch genauestens durchgesehen.